Ja, es geht jetzt darum, an einer Ebene einen Punkt zu spiegeln. Und das machen wir ganz einfach. Wir haben die Ebene, habe ich hier hingezeigt, der Punkt liegt irgendwo drüber. Und dann liegt der Spiegelpunkt hier auf der Orthogonalen durch A zur Ebene. Und das heißt, diese Orthogonale, die bekommt den Namen L. Und L ist in unserem Falle also A plus ein Vielfaches vom normalen Vektor der Ebene. Der normale Vektor der Ebene ist 1, 0, minus 1. Und das heißt, ich habe dann hier diese Lotgerade L und ich schneide die Lotgerade L mit der Ebene E, um so den Lotfußpunkt groß L zu bekommen. Und das heißt, ich setze die Lotgerade L in die Ebene ein. Das hier, die Lotgerade L heißt x1 gleich 1 plus t, x2 gleich 1 plus 0 mal t, also x2 gleich 1 und x3 gleich 3 minus t. Das setze ich ein in meine Ebenengleichung, das x1, 1 plus t eingesetzt, fürs x3, 3 minus t eingesetzt und ich erhalte hier eine Gleichung mit einer Unbekannten. So, da rechne ich jetzt einmal ein bisschen weiter. Das heißt, ich habe jetzt 1 plus t, dann löse ich die Klammer auf, minus 3 plus t gleich 4. Das t sollte sich hier nicht wegheben. Wenn sich das t weghebt, wäre die Gerade parallel zur Ebene, was sie aber rein theoretisch gar nicht zeigen kann. So, dann fasse ich die t zusammen und habe 2t gleich 4 plus 3 ist 7, minus 1 ist 6. 2t gleich 6 oder t gleich 3. Das heißt, ich habe jetzt t gleich 3 und weiß, der Lotfußpunkt ist hier an der Stelle t gleich 3. Rechne ich aus, also jetzt schreibe ich gleich OL hin. OL ist 1, 1, 3, das ist der Punkt A, plus die 3. Die 3 habe ich hier, plus 3 mal 1, 0, minus 1. Und das ist 1 plus 3 gleich 4. 1 plus 0 gleich 1, 3 minus 3 gleich 0. Das heißt, unser Lotfußpunkt ist der Punkt 4, 1, 0. Und 4, 1, 0 sollte in dieser Ebene drin liegen. Und tut er das? 4, 1, 0 liegt in der Ebene drin, passt. Also es war nur eine kleine Probe, die ich gerechnet habe. So, jetzt habe ich den Lotfußpunkt L. Und jetzt kommt die Spiegelung, die ich hier rechne, die sagt OA' gleich 2 mal OL, das ist dieser Vektor hier, 4, 1, 0, minus OA, OA ist dieser Vektor, 1, 1, 3, minus 1, 1, 3, und das ist 8 minus 1, 7, 2 minus 1, 1, und 0 minus 3, 3. Das heißt, der Punkt A' ist 7, 1, minus 3. Das ist der Spiegelpunkt. So, gibt es Fragen zu dieser Aufgabe? Ja, also können Sie noch mal kurz die Form, die Sie oben angeschrieben haben, also OA' gleich 2 OL minus OA ist es, glaube ich, erklären? Ja, Sie Sie müssen die Formel nicht anwenden. Da gibt es einen lieben Kollegen von mir, der findet die total doof. Sie brauchen die auch nicht. Sie können auch diesen Vektor hier nehmen und den hier hinten anhängen. Das Problem ist nur, die Anzahl der Fehler ist wieder ganz fatal. Und ich habe tatsächlich Leute beim Kurs, die sich weigern, diese Formel anzuwenden. Und von denen haben am jetzt in der Klausur mindestens ein Drittel der Leute haben falsch gelegen. Und dann kriegen sie von mir einen Deshalb-Fehler. Ja, deshalb bringe ich es anders bei und der Kollege meint aber, das sei nicht so deutlich. Egal. So, wir haben folgende Situation. Wir haben einen Lotfußpunkt, oder ich nenne das einfach mal ein Zentrum. Und dann wollen Sie den Punkt am Zentrum spiegeln. So, dann beschreiben Sie mir die Lage vom Zentrum bezogen auf A und A'. Er liegt in der Mitte. So, und wenn Sie den Mittelpunkt rechnen, dann wissen Sie, können Sie das Zentrum rechnen als OA plus OA' halbe. Das heißt, in der Mitte liegen. Und die Gleichung lösen Sie einfach nach OA' auf. OA' gleich
2 und das ist jetzt OZ. Also das Zentrum ist gleich wieder Lotfußpunkt minus OA. Sie können das aber auch anders sehen. Die Erfahrung zeigt, wenn man das nicht mit Formel rechnet, ist die Fehleranfälligkeit relativ gewaltig für die Einfachheit der Aufgabe. Normalerweise sagt man, man hat hier den Vektor AZ und hängt den hier hin. Also der OA' ist auch das gleiche wie OZ plus AZ. Aber Sie glauben nicht, wie viele Fehler allein schon an dieser Stelle passieren. Erfahrung. Nicht unbedingt schlimm, weil ich ziehe ja dafür gerne Punkte ab, wenn die Leute meine Formel nicht verwenden. So, daher stammt das. Aber wie gesagt, Sie können auch ganz, ganz viele andere verwenden. Habe ich damit Ihre Frage beantwortet? Ja, und noch kurz zu dem, wo Sie gesagt haben, dass man es auch anders rechnen kann. Man kann ja im Prinzip auch einfach 2 mal AL nehmen, oder? Also den Vektor AL. Ja, und genau den Fehler, den Sie mir jetzt gerade sagen, den machen die Leute auch im Abitur. OA' ist mitnichten das gleiche wie 2 mal der Vektor AL. Was glauben Sie, wie oft ich das lese? Nein, OA' ist das gleiche wie OA plus 2 mal AL. Das heißt, Sie müssen, und dann den 2 mal, und dann stimmt's. Okay. Und der fehlt hier sehr gerne, ja? Erfahrung. Aber ja. Noch eine Frage dazu. Könnten Sie bitte das innere Tafelbild nochmal zeigen und die Tafel eventuell ein Stück höher ziehen? Und könnten Sie bitte die Tafel ein Stück höher ziehen? Die was löschen? Ach, höher, okay. Danke, danke. So, aber Sie haben keine Frage zum Zeug an sich. Das ist dann auch dieselbe Formel wie bei der Punktspiegelung, oder nicht? Ja, exakt die gleiche. Die Spiegelungsformel funktioniert immer unabhängig, ob es sich um eine Ebenenspiegelung, Geradenspiegelung oder Punktspiegelung handelt. Eine der wichtigen Erkenntnisse. Tut immer, ist immer das Gleiche. Keine Frage mehr dazu? Dann mache ich Apparat hier aus.